Ein herzliches Hallo von mir an euch hier zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und spielen heute mal mit diesem jungen Mann. Und hier ist ein leuchtendes Totem. Ich befürchte aber, der Killer wird zuerst hierher kommen. Also gehe ich mal einen Schritt weiter. Ich habe mir Adam nämlich gestern, vorgestern, erst gekauft. Für meine Anna. Ich gehe doch mal zu dem Totem. Ich habe ihn mir für diese Ingame-Währung, für diese Scherben gekauft. Das heißt, mir fehlen dann aktuell nur noch zwei Survivor. Nämlich Jeff und Ashley. Oh. Ich weiß aber nicht... Okay, sie bewacht ihr Totem. Ich weiß nicht, ob ich mir Ashley irgendwann holen werde. Denn den gibt es nur für Echtgeld zu kaufen, weil er aus einem lizenzierten Kapitel kam. Mach mich jetzt mal nützlich und suche mal einen Generator. Ach, das ist die zweigeteilte Map. Habe ich es auch mal gemerkt. Ja. Ja, Ashley weiß ich nicht, ob ich mir den holen werde. Aber Jeff hole ich mir bestimmt noch irgendwann für die Scherben. Und... Okay, Wiegenliederjägerin ist das leuchtende Totem. Jetzt wissen wir das auch. Ich habe rein theoretisch Standardtalente dabei mit Adam. Wow. Das war jetzt aber uncool, Claudia. Ich habe Flink dabei. Ich habe die Selbstfürsorge natürlich dabei. Ich habe dunkle Wahrnehmung dabei. Und Ablenkung. Ablenkung hatte ich bisher noch nie dabei, denn das ist ein Perk von Adam. Wenn dieses Perk aufgeladen ist, kann ich quasi in-game einen Stein werfen, um den Killer zum Beispiel in der Jagd von mir abzulenken. Hab das Perk noch nie benutzt, weil, wie gesagt, ich habe Adam erst seit 2 Tagen und spiele jetzt die erste Runde mit ihm. Musste ihn ja erst noch ein bisschen leveln. Mal sehen, ob das diese Runde zum Einsatz kommt und wenn ja, auch erfolgreich. Sie ist auf jeden... Oh, Ruin haben wir auch. Okay, dann war es vielleicht Ruin. Klödi, du bist auch hier. Ja, hallo. Die ist ganz schön hinter der Klödi her. Und jetzt hinter mir. Nö. Ich glaube, sie hat keine Äxte mehr. Ah, die Klödi hat, glaube ich, einen Schlüssel. Deswegen ist die Huntress eventuell so hinter Klödi her. Sie wirft immer noch nach mir? Ja, ich weiß jetzt nicht, welcher Fluch jetzt weg ist. Ob das Ruin war oder das Wiegenlied. Ich glaube, ich hätte auch... Der ist halt auch gut. Verdammt! Ich glaube, ich hätte das Rollo bei mir ein bisschen runter machen müssen. Ich habe gerade sehr viel Gegenlicht. Das macht es ja alles noch schwieriger. Aber... Ich mag Ausreden nicht, deswegen. Wobei, letztens... Ich glaube... Bist du mich... Hallo? Okay, das war das... Nee, Ruin ist nicht mehr da. War das Ruin? Ja, ich mache mir noch nicht so wirklich nützlich diese Runde, oder? Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich laufe hier nur von A nach B und tu nichts. Aber wenn sie jetzt dort hintergeht... Könnte ich
mich retten. Es ist natürlich immer die Gefahr, wenn man sich gegen eine Huntress im Schrank versteckt. Claudette, kannst du hier weggehen? Dass sie ausgerechnet in deinen Schrank guckt, um ihre Äxte aufzufüllen. Komm jetzt. Wenn die Claudie, die ist halt echt ein bisschen... Ich verstehe das immer nicht. Warum man sich da jagen muss, wo jemand hängt. Ich meine, ja, es ist schwer, wenn du einmal in der Jagd bist, zu einem anderen Ort zu kommen, weil du rein theoretisch ganz oft schutzlos bist. Aber das ist immer so schwierig, dann zu retten, gerade wenn du halt keine geliehene Zeit hast und im schlimmsten Fall der, den du gerade abhakst, direkt wieder liegt und hängt und... Oh Gott. Aber... Ablenkung ist bereit. Kann ich das mal nutzen? Das ist dann nämlich quasi so, wenn ich diesen Stein werfe, klingt das für den Killer wie zum Beispiel ein verfehlter Skillcheck oder Sprung durchs Fenster. Also dann ist halt dieser Knall, hört sie da. Das kann natürlich den Killer ablenken, weil er denkt, du bist weitergerannt oder da hinten ist jemand anderes. Mal schauen, ob wir es nutzen können. Kommt wieder hierher, glaube ich. Sie hat die Claudette noch nicht verloren. Und neue Äxte. Also ich muss sagen, die Claudette hält sie sehr lange hin. Das ist richtig gut. Ich glaube, die... Ne, da ist sie wieder. Ich kann sagen, ich glaube, Zarina ist weggegangen. Und dann gehe ich mal hinter mich quasi auf die andere Map-Seite. Hier müssten auch noch Generatoren. Da ist an. Dann müsste hier in der Mitte eigentlich noch irgendwo ein sein. Oh, Claudette konnte sich sogar hochheilen. Okay, dafür ist der nächste getroffen. Ich denke, hier rechts neben der Scheck müsste noch ein Generator sein. Wichtig ist mir immer, dass der Generator in der Mitte rausgenommen wird. Ja, hier tuckert doch was. Oh, du schon wieder, Mensch. Dort hinten sehe ich auch noch, hinter dem Tanker. Oh, das war knapp. Ist, glaube ich, noch ein Generator. Ist das der Tanker dort? Ja, ich glaube schon. So, oh, sie konnte sich auch hochheilen. Dafür ist Claudia jetzt wieder dran. Ist auch direkt ein Ausgangstor. Es könnte natürlich sein, dass sie Nöte dabei hat. Ich glaube... Sie spielt die Huntress noch nicht so lange. Und es ist wirklich schwer, die Huntress zu spielen. Das habe ich letztens erst gemerkt, als ich für das Archiv 2 Runden Huntress gespielt habe. Die sind ganz drüben. Aber es sind beide Ausgänge auf dieser Seite. Das ist jetzt nicht so gut. Wenn sie einmal hier drüben ist, die Huntress, könnte sie das sehr gut überwachen. So, was machen wir jetzt? Zarina trollt. Hat Zarina was? Oh, der andere Ausgang ist doch drüben. Ich dachte, der ist hier. Wo sind denn die anderen? Hallo? Schade.
Oh, oh, ich... Ist doch der... La? Nicht, ob sie dort jetzt weggehen wird. Ich meine, es ist ihr nicht zu verübeln, ne? Sie möchte wenigstens einen Kill. Sie campt. Ah, oh nein! Soll ich das denn jetzt alleine? Geht das auf keinen Fall. Wirf doch hier rüber zu Jake. Bist du noch hier? Vergisst du Jake? Aber sie lässt sich auch nicht wegziehen. Und sie geht direkt wieder zurück. Okay, dann mach mal auf, Jake. Wir können uns hier drin noch mal heilen. Na, komm denn hier hin. Fällst du raus direkt? Mensch, Jake. Okay, also ich gehe jetzt raus. Zarina ist hintergerannt. Ja, Zarina ist raus. So. Dann sind wir auch raus. Wie gesagt, ich kann es irgendwie verstehen, dass sie jetzt ihren Kill wollte am Ende. Ja, aber sie ist nicht weggegangen. Das haben beide versucht. Ich war auf dem Weg, es zu versuchen, aber dann hat sie sich sterben lassen. Ich weiß auch nicht, ob ich durchgezogen hätte. Muss ich auch ehrlich zugeben, aber ja, wir sind rausgekommen gegen eine Huntress. Das freut mich sehr und ich verabschiede mich direkt in die nächste Runde. Also nächste Folge. Ich sage bis dahin und wir sehen uns. Macht's gut!